Habt ihr alle Schäflein ins Ziel gebracht? Alle lebendig und am Stück. Wieder auf kleine Ausfälle. Sonne und Hitze, sonst war alles super. Richtig, war genügend Trinken zu sich zu nehmen, hat es geklappt? Es hat wunderbar geklappt. Ich habe an jedem Getränk gestanden und ausgefasst und habe sogar meine Buddel, was ich mitgenommen habe, auch leer getrunken. Also das war halt wirklich notwendig. Also von daher hatten Sie trotz allem, trotz Hitze, noch die Zeit im Kopf, die Sie rennen wollten heute? Ja, das hatten wir immer im Kopf. Also nachdem ich ja mit dem Auto gelaufen bin, der ständig auf seine Uhr geguckt hat und immer gesagt hat, wir sind gut im Time, es geht schon und locker weiter. Ja, haben wir das gut durchgezogen. Ich muss sagen, toll, toll, toll. Das heißt, am Ende stand bei Ihnen was für eine Zeit? 1,50 oder 1,51. Ja, dumme Frage, aber wie war's? Nein. Trotz Hitze? Also der Anfang, die erste halbe Stunde war grauslich und dann war es aber super. Richtig gut. Also umso länger der Lauf, umso besser ist es bei Ihnen gelaufen. Was war so der beste Moment, ins Ziel zu kommen oder das Ziel langsam zu erreichen? Die letzte Gerade da war gut. Wenn man dann gesehen hat, da waren total viele Leute. Der wünscht das Ziel. Da war es dann richtig toll. Hast du schon mal was Schlimmeres in deinem Leben erlebt als heute? Zumindest körperlich? Körperlich nicht, nee. Aber es war gut. Und ich bin in einer guten Zeit durchgekommen. Ich bin echt total zufrieden und es hat Spaß gemacht. Was hat am meisten bei dieser Hitze Spaß gemacht? Und nächstes Jahr 1,20. 1,10. Entschuldigung. Yvonne, hat die Achillessehne mitgespielt? Keine Schmerzen. Bei wie viel? 2,20. Ja. Welcher Kilometer war am härtesten heute? Jeder. Die Hitze hat ihr Übriges dazu beigetragen. Ja, aber kann man wirklich so sagen. War einer der härtesten Läufe. Und wann sind Sie jetzt ins Ziel gekommen? Mit 1,53. Das ist aber höchst respektabel bei den Temperaturen. Naja, hätte besser sein können. Jens, was war das Schlimmste heute? Kilometer 15 bis 19. Echt, da ging es bei mir gut. Ja.
unter 2 Stunden. Hey, Langeber. Dann habe ich mit Otto gelaufen. Und der Rest? Ist der Benny angekommen irgendwo? Ja, das ist von mir kurz. Benny, Kilometer 9 war bei dir schlimm, warum? Also ich habe die ganze Zeit versucht, mit der Renate-Gruppe standzuhalten, die 2 Stunden 10 Minuten. Eddie hat sich zurückgehalten. Ich habe mich zurückgehalten, genau. Ich habe gedacht, ich lasse die anderen gewinnen. Der kann es nicht so machen, dass der halt eigentlich wieder unter den ersten 10. Genau. Aber das gehört sich nicht. Ja, aber ich habe gedacht, ich lasse die anderen gewinnen. Nee, bei Kilometer 9 war es. Bei Kilometer 9 gab es die letzten Steigungen. Und ich habe die ganze Zeit diesen grünen Luftballon von der Renate im Auge gehabt und habe versucht dran zu bleiben. Und irgendwann ist der Abstand immer größer geworden. Und die Renate hat mir echt geholfen, weil sie gesehen hat, dass ich zurückfahre und dann bei mir geblieben ist. Und bin bis zum Schluss reingelaufen. Wir von der Kreisleitung haben ja immer gesagt, für die Leute, die diese Zugpferde sind, die kriegen von uns eine Kleinigkeit. Die sollen sich einfach mal vergnügen, entspannen. Und ich muss sagen, heute würde ich sagen, haben die einen grandiosen Beifall verdient, weil es war auch für die heute so schwierig wie noch nie, habe ich mitgekriegt. Ja? Jawohl! Also, Prost! Auf euer Wohl! Auf euer Erfolg, gell?